Valery Belenky, selbst Olympiasieger, hochdekorierter Weltstar vergangener Jahre und Jahrzehnte. Jetzt betreuen Sie wieder einen, der auf dem Weg zum Weltstar ist oder vielleicht schon angekommen ist. Marcel Nguyen. Wie sieht die Situation um Ihren Schützling jetzt 4 Monate vor den Olympischen Spielen aus? Ja, jetzt sieht es auf jeden Fall also besser als also im vergangenen Jahr beim Weltmeisterschaft, wo wir also knapp also Finale verpasst haben am Barren. Und dieses Jahr haben wir die Barrenübung umgebaut. Also der beginnt gleich mit dem Hang. Wir haben also die Ausgangswertung um 1 Zehntel reduziert, dadurch aber die Übung viel sauberer geworden und viel stabiler. Ist das eine positive Entwicklung, seit es die neuen Wertungsbestimmungen gibt, dass man nicht belohnt wird, wenn man Risiko turnt, sondern man muss Risiko beherrschen? Ist das richtig? Ja, eigentlich aus meiner Sicht natürlich nicht, weil die Teile, welche der turnt ja am Barren, natürlich, die müssen also schon mit Risiko belohnen. Also es ist natürlich unfair, wenn ein Turner turnt ein C-Teil und kriegt 3 Zehntel sicher ohne Abzug und Marcel turnt F-Teil und bekommt nur 3 Zehntel mehr, aber das ist mit Risiko verbunden. Man kann natürlich sich dabei auch verletzen und ruckzuck steht man also unten. Ja. Und deswegen also solche Abgänge, wie der Marcel macht, also Tsukahara am Barren Beispiel, das muss nicht mit 6 Zehntel belohnen, sondern mit einem Punkt. Sie sprachen von Marcel als den, ich sag mal, Barren-Spezialisten, aber das ist er ja eigentlich nicht nur, sondern es ist ein perfekter Mehrkämpfer. Wie liegen da Ihre Schwerpunkte? Ja, okay, also wir haben natürlich, also der Marcel hat selber früher nicht geglaubt, dass er also gehört zu den besten Mehrkämpfer der Welt und jetzt natürlich, es hat also ein paar Mal schon funktioniert, der ist knapp daneben, also beim EM in Berlin schon um Medaille vorbei und also jetzt ist der 8. geworden, ja, beim Weltmeisterschaft in Tokio. Und also ich rechne immer noch mit einer Bronzemedaille, also aber natürlich der Weg ist nicht einfach und jeder kämpft natürlich um die Medaille, aber die Chance hat er und wir würden alles dafür machen, dass er also vielleicht also mit bisschen Glück auch, also ein bisschen Glück gehört dazu, dass er. Und die Situation ist ja deswegen in Deutschland so gut, weil man eben solche sehr guten Mehrkämpfer im eigenen Lande hat. Philipp Boy als zweifacher Vizeweltmeister, Marcel, der drängt und ihn faktisch auch bezwingen kann, ja, potenziell. Ja, natürlich. Also dadurch, dass er Marcel auch ein bisschen Gas gegeben hat, auch der Philipp natürlich hat ein bisschen rumgeschaut und sagt, oh, ja, es wird knapp. Und dann hat er auch Philipp Gas gegeben und Marcel quasi den Philipp also hochgepusht. Ja, und jetzt ist Philipp auch nicht umsonst das Zweite geworden beim WM. Valery, wir schauen gespannt nach London. Sie auch? Ja, auf jeden Fall. Ja, klar. Mit welchen Zielvorstellungen konkret? Also erstmal mein Ziel als Trainer, also natürlich, dass wir, es war wichtig, dass wir uns qualifiziert haben, also in Tokio. Und jetzt sind wir dabei bei den Olympischen Spielen und wir versuchen natürlich, also unter ersten 5 reinzukommen mit der Mannschaft. Und was Einzelwertungen und Ziele, ist klar, dass der Philipp und Marcel und die anderen natürlich müssen sich noch qualifizieren. Also wir haben noch Fabian Hambüchen. Und also über die Medaillen natürlich ist es schwer jetzt die prognosieren, aber wir wünschen alles Gute und gesunde Athleten bis nach London im Sommer. Okay, danke schön.